Erläutern Sie uns einmal kurz, wie das Busbeschleunigungsprogramm ausschauen soll. Also das Busbeschleunigungsprogramm hat den Hintergrund, dass zum Beispiel die Buslinie 6 hier in Mühlenkamp nur noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 13 km/h hat. Und da hat der Senat, ich finde, zu Recht entschieden, das muss schneller gehen. Das kostet unser aller Steuergelder. Und deswegen sollen Busse mit Maßnahmen an den Kreuzungen, an den Einmündungen, aber auch in den Buscups beschleunigt werden. Beschleunigt werden heißt, dass die Autofahrer hinter den Bussen warten müssen, wenn sie halten? Nein, nicht zwingend, aber der Vorrang ist schon für den ÖPNV. Das kostet unser aller Steuergeld und das muss dann auch den Vorrang haben. Und wie viel soll die Umsetzung des Busbeschleunigungsprogramms kosten? Für ganz Hamburg 250 Millionen. Das ist aber natürlich ist es eine große Investition, aber mit dem Ziel, dann auch deutlich Kosten zu sparen. Also hier soll konkret die Haltestelle an der Gertigstraße so umgebaut werden, dass der Bus nicht immer hängen bleibt, wenn er ein- oder ausfährt. Wenn Sie sich das mal angucken, das klappt einfach nicht. Hier sind zwei stark befahrene Buslinien und gleichzeitig noch ganz viele Falschparker, die den Bus ausbremsen. Jetzt liest man ja überall, dass auch die Gertigstraße zu einer unechten Einbahnstraße umgebaut werden soll. Ist das richtig? Ist eine Idee des LSPG. Wir sind noch nicht abschließend entschlossen, ob wir den Weg mitgehen wollen. Ist zumindest nicht abwegig, aber wir sind dort noch in unserer fraktionsinternen Prüfung. Die CDU und auch zahlreiche Anwohner von hier sprechen sich gegen dieses Busbeschleunigungsprogramm aus und möchten das stoppen. Warum? Wir glauben, dass es die richtigen Probleme im öffentlichen Nahverkehr oder in der Verkehrspolitik nicht löst. Denn die Probleme liegen darin, dass wir neue Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr schaffen müssen. In der Tat auch auf einigen Metrobuslinien. Da ist aber dieses Busbeschleunigungsprogramm viel zu kurz gesprungen. Es macht die Busse zwar für kurze Zeit schneller, wird aber eben diese neuen Kapazitäten nicht schaffen, kostet dafür über 250 Millionen Euro. Und was da noch oben drauf kommt, und das sehen wir jetzt ja hier am Mühlenkamp, ist, dass es eben den Charme ganzer Quartiere gefährdet. Und deswegen halten wir dieses Busbeschleunigungsprogramm vor allem für eine große Geldverschwendung. Und in der Abwägung, ob die Busse wie hier am Mühlenkamp 30 Sekunden schneller fahren werden oder ob man eben einen Verkehrskollaps herbeiführt, die Gewerbetreibenden gefährdet, da sagen wir ganz eindeutig, dieses Programm ist es nicht wert. Zum einen darf die Gertigstraße nicht zu einer sogenannten unechten Einbahnstraße werden. Das heißt, unechte Einbahnstraße, man kann nicht mehr vom Mühlenkamp kommend in die Gertigstraße hineinfahren. Der zweite Punkt, den wir kritisieren und den wir für absolut gefährlich auch halten für das Quartier hier, ist die Verlagerung der Bushaltestelle Gertigstraße, die im Moment vor der Bäckerei Junge steht, also ein paar Meter weiter von uns hier entfernt, steht im Moment an einer der breitesten Stellen am Mühlenkamp und da aus unserer Sicht auch völlig zu Recht. Und die soll jetzt verlagert werden an die schmalste Stelle am Mühlenkamp, nämlich direkt vor die Läden der Einzelhändler, die dadurch in ihrer Existenz aus unserer Sicht gefährdet werden.